In diesem Rezeptvideo möchte ich euch gerne die Dutch Oven Spare Ribs zeigen. Sind relativ einfach und mega, mega lecker. Wie das Ganze funktioniert und was ich dort für Zutaten benutzt habe, seht ihr jetzt. Viel Spaß! Und das sind die Zutaten, die wir brauchen für unsere Spare Ribs aus dem Dutch Ofen. Wir benötigen Wurzelgemüse oder beziehungsweise Gemüse generell. Zwiebeln, Paprika, einen Rub nach Wahl. Da habe ich jetzt hier zwei stehen. Da mische ich nämlich gleich einen Rub raus. Einmal das Wiesel Pork Dust und einmal die Rote Sau. Eine Barbecue-Soße nach Wahl habe ich jetzt hier von Stokes. Die Original-Barbecue-Soße. Und wir brauchen Flüssigkeit. In dem Fall habe ich jetzt hier Gemüsebrühe. Hier sei noch mal kurz gesagt, die kompletten Mengenangaben findet ihr wie immer auf tobiasgrill.de. Kommen wir jetzt erstmal zu den Rippchen. Als Rippchen haben wir jetzt hier die ganz normalen Baby Back Ribs oder eben halt Kotelett Rippchen. Die müssen wir ganz rippchentypisch behandeln. Und zwar, ihr seht jetzt hier wieder die Silberhaut. Ich drehe das mal andersrum. So, dann könnt ihr das nämlich besser sehen. Diese Silberhaut ist ganz klassisch zu entfernen. Einfach einen Löffel nehmen, hier hinten am Knochen, mit dem Rücken oder mit dem Stiel vom Löffel, am Knochen entlang, halt einmal so drunter. Nur, dass ihr hier so eine kleine Tasche schon habt, sollte eigentlich schon reichen. Die Haut am besten nicht zerstören und dann einfach euren Daumen nehmen und den Daumen die Restarbeit machen lassen. Das heißt, die Silberhaut einfach so versuchen zu nehmen. Und dann gibt es halt eine Haut, so wie in meinem Fall jetzt hier, die ist halt sehr, sehr störrisch und reißt sehr, sehr schnell. Nicht verzweifeln, denn da braucht ihr halt wirklich sehr viel Geduld. Ja, kommt schon, weil die ist halt sehr, sehr dünn in Anführungsstrichen. Jetzt nehmt ihr euch beide Enden, die ihr jetzt gerade habt, und versucht die halt abzuziehen. Sollte das bei euch nicht klappen, nehmt euch einfach einen Zehwer zur Hand. Ich versuche das jetzt einmal so, genau, das sollte schon klappen. Ihr seht es halt, das ist die Silberhaut. Hier haben wir jetzt halt keine mehr und einfach nur abziehen. Das sind jetzt die Arbeiten, die ihr dort wirklich mit den Rippchen erst vorarbeiten müsstet. Das mache ich jetzt erstmal mit allen Rippchen, dann geht es gleich weiter. Kommen wir dann jetzt erstmal zum Rub. Das heißt, die Silberhaut ist abgezogen. Ihr könnt natürlich einen Rub nehmen, den ihr gerne mögt. Das muss ich halt immer wieder sagen. Aber ich greife jetzt hier einmal auf die Rote Sau zurück und ich greife jetzt hier auch hier auf das Wiesel Pork das zurück. Ich mische jetzt beides zusammen. Einfach hier so zusammenmischen. Schüttel das gleich durch und dann haben wir halt schon aus meiner Sicht einen wirklich perfekten Rub. Und den nutzen wir dann jetzt gleich für die Rippchen. So, Rub ist zusammengemischt. Wie gesagt, da könnt ihr alles nehmen, was ihr gerne möchtet. Das ist jetzt hier halt eine sehr, sehr geile Kombination aus Paprika, Edelsüß, Meersalz, Rohrzucker. Und ja, ich habe gerade mal ein bisschen probieren dürfen. Mega, mega lecker. Und für die Spare Ribs aus dem Dutch Ofen wirklich perfekt. Einfach den Rub jetzt nehmen und hier drüber streuen. Und dann, wie der Name das schon sagt, to rub, beziehungsweise richtig schön einreiben. Das mache ich jetzt erst hier immer auf der Knochenseite und dann gleich auf der Fleischseite. Und das, was runterfällt, will auch nicht auf dem Rippchen drauf kleben bleiben, sondern das Fleisch nimmt immer nur das an, was es halt wirklich drauf haben möchte. Das mache ich jetzt erstmal mit den ganzen Rippchen und dann haben wir ja noch Gemüse zu schneiden. Kommen wir zum Gemüse, denn das ist nämlich auch wichtig, weil wir brauchen nämlich eine Gemüsegrundlage. Und das kommt nämlich nachher später unten in den Dutch Ofen. Dazu einfach die Zwiebel nehmen und ganz gewohnt schälen. Und da wir keine kleinen Würfelchen brauchen, sondern grobe Stückchen, reicht es einfach, die Zwiebel zu halbieren. Und dann einfach mehrere Streifchen runterschneiden. Das natürlich mit jeder Zwiebel. Und dann kommen wir auch schon zur Paprika. Die Paprika auch ganz normal schälen. Dazu hier oben einfach nur die Kappe abschneiden. Und dann habt ihr die Zwiebeln nicht mitnehmen, logischerweise. Und dann habt ihr quasi schon das obere Teil mit dem unteren Teil halt wirklich getrennt. Da jetzt einfach mit dem Messer unten einfach hier, ich sag jetzt mal, das störrische Weiße von den Kernen anschneiden. Finger nehmen, einmal drehen
und einfach rausziehen. Und schon habt ihr sie fertig. Und dann die Paprika auch in grobe Streifen runterschneiden. Einfach die Paprika so nehmen und dann grob so runterschneiden. Das mache ich jetzt erstmal, wie gesagt, mit allem. Dann sehen wir uns am Dutch Oven wieder. Jetzt habe ich hier den Dutch Oven. Das ist jetzt der 4,5er von Petromax. Den füllen wir jetzt erstmal mit dem ganzen Gemüse. Dazu einfach die Halbringe jetzt hier reinmachen. Und ein paar Paprika unten reinmachen und dann richtig schön verteilen. Ihr seid noch mal kurz gesagt, für die kompletten Rezeptangaben könnt ihr wie immer auf tobiasgrill.de nachschauen. Da habe ich euch alles runtergeschrieben, was ihr dort tatsächlich für Zutaten braucht. Wie gesagt, alles reinmachen. Schöner Weißkontrast, schöner Gelbkontrast. Und Zwiebeln geben bekanntlich sehr, sehr viel Eigenwasser ab. Und wir brauchen ja für die Spare Ribs in Dutch Oven genügend Eigenwasser. Aber da das nicht genug ist, greifen wir nämlich dann gleich nochmal auf den Gemüsefond zurück. Wie gesagt, das Gemüse gibt an sich halt auch noch einen richtig schönen Saft ab. Brauchen wir ja auch. Aber ich gebe jetzt hier halt einfach noch ein bisschen Gemüsefond mit rein. Und damit haben wir die Grundlage nachher zum Dämpfen auch schon wirklich geschaffen. Das heißt, jetzt kommen lediglich nur noch die Rippchen drauf. Jetzt haben wir alles da drin und jetzt kommen wir zurück zu den Rippchen. Die Rippchen einfach nehmen und dann mit der Fleischseite ruhig nach außen und mit der dicksten Seite, Fleischseite nach unten am besten und dann am Rand entlang, wie so eine Schnecke, halt tatsächlich hier drin so verlegen. Dass das jetzt hier so ein bisschen übersteht, das macht ja nichts. Das heißt, das Gemüse selbst, das fällt ja gleich noch ein bisschen ein. Und der Deckel hat ja an sich auch nochmal eine richtig schöne Höhe. Da verteile ich jetzt erstmal die ganzen Rippchen wie so eine Schnecke. Das heißt, ich kann euch das jetzt mal hier grob bei der nächsten zeigen. Das heißt, anlehnen und dann hier rüberlegen. Und ihr seht es halt schon, das guckt zwar ein bisschen nach oben, aber das macht halt wirklich nichts. Dann nehmen wir uns die nächste Rippe und dann einfach wieder so ein bisschen hier anlehnen. Das heißt, da, wo überall so eine Lücke ist, mit anlehnen. Das heißt, wie beim Ziegelbau versuchen immer so überlappend aneinander zu legen. Und ihr seht schon, das wird ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Aber dafür wird es nachher umso leckerer. Ich mache das jetzt hier erstmal mit den ganzen Rippchen weiter und dann sehen wir gleich das Endresultat. Da haben wir jetzt schon 6 Stück drin und ihr seht, hier in der Mitte ist jetzt halt noch genügend Platz für eine weitere. Es wird jetzt auch sehr, 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 sehr schwer sein, diese da jetzt halt reinzumachen. Aber dadurch, dass die Rippchen an sich ja wirklich so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, flexibel sind, könnt ihr das gerade selber sehen, die andere hier einmal festhalten, damit die mittlere so da reinkommen kann. Und ihr seht schon, in der Mitte haben wir jetzt so ein kleines Loch und da könnt ihr zum Beispiel noch ein Rippchen reinmachen, aber ich lasse das jetzt als Dämpfloch, weil hier liegen jetzt halt die Rippchen sehr nah aneinander. Und dann kommen wir dann jetzt zur nächsten Zutat und zwar in dem Fall Barbecue-Soße. Da einfach grob und ja, so nach eurem Gusto wirklich die Barbecue-Soße verteilen, noch ein bisschen drin behalten, denn wir schauen nach ungefähr 2 Stunden nachher beim Garprozess nochmal rein. Und damit sind jetzt die Vorbereitungen und der Dutch Oven an sich schon fertig. Und dann heißt es erstmal Kohlen anzünden. Kommen wir dann jetzt zur Vorbereitung für den Dutch Oven selbst. Da brauchen wir Kohlen. Und zwar habe ich jetzt hier von McBriquette die Cococo Eggs. Die nutze ich zum Dutch Oven immer sehr, sehr gerne. Zeige ich euch das einmal kurz von der Form, damit ihr das so sehen könnt. Ja, die Form ist halt wirklich sehr, sehr gut. Und zwar, ich brauche in der Regel 15 durchgeglühte oder angezündete Briketts. Das waren jetzt 4. Da gibt es eine Richtlinie, die kann ich euch, wenn ihr daran Interesse habt, einmal auf meinem Blog niederschreiben. Das heißt, da könnt ihr gerne mal nachschreiben. Oder schreibt es mir unten in die Kommentare, ob ihr daran interessiert seid, an so einer Liste aus meinen Erfahrungswerten, welche oder wie viele Kohlen man tatsächlich für welche Temperatur benötigt. Schreibt mir das unten ruhig in die Kommentare. Das heißt, ich mache jetzt hier erstmal 15 Briketts rein und dann wird das Ganze angezündet. Also ich nutze immer ganz gerne die Wollanzünder oder beziehungsweise diese Anzünderwolle. Meist immer 3 Stück bei den kleinen Anzündkaminen, denn die sind nicht am Qualmen und haben direkte Hitze, also direkt Hitze. Das heißt, ich zünde das hier einmal an und ihr seht schon,
die springen sofort an und haben sofort hier so eine Flamme. Da jetzt einfach den Anzündkamin drauf und die Kohle, ja, braucht jetzt circa eine halbe Stunde, damit wirklich alles durchgeglüht ist. Wie gesagt, wir brauchen circa 15 durchgeglühte Kohlen und mit denen geht es dann gleich weiter. Den Dutch Oven selbst, den werde ich gleich auf dem Atago platzieren und die Kohlen, wie ihr schon sehen könnt, sind ordentlich durchgeglüht und jetzt gilt es, die Kohlen zu verteilen. Im Atago selbst, der hat ja hier unten noch so ein Gitter, da lassen sich die Kohlen wirklich perfekt drauf verteilen. Für den Untergrund, oder sei es mal für die Hitze von unten, nehme ich circa 6 bis 7 durchgeglühte Briketts, die mache ich hier unten halt komplett einmal rein. Wie ihr sehen könnt, sind die ja komplett durchgeglüht. Und da gibt es, wie gesagt, eine grobe Richtlinie. Ihr könnt mir das, wie gesagt, in den Kommentaren einmal reinschreiben, ob ihr diese Tabelle einmal wünscht. Wenn ja, würde ich die natürlich euch zur Verfügung stellen und meine Richtlinie ungefähr euch dann einmal preisgeben. Wie gesagt, ich mache jetzt hier 2, 4, sind jetzt 6 Stück drin. Ich verteile die ungefähr so, dass es überall gleichmäßig viel Hitze ist. Hier ein bisschen an der Seite, den mehr in der Mitte, genau so. Den Atago selbst, der hat ja auch eine Luftzufuhr, den habe ich jetzt unten aufgemacht, so dass da eine, ja, gleichbleibende Hitzeregulierung durchkommt. So habe ich jetzt, wie gesagt, überall komplett 6, 7 Stück. Und jetzt den Dutch Oven einfach nehmen und hier im Atago halt reinstellen. Und zwar auf die Kohlen drauf, genau so. Und dann hier oben auf dem oberen Bereich die anderen Kohlen verteilen. Und da wir jetzt auch richtig viel Oberhitze benötigen, mache ich jetzt hier auch ganz viele Kohlen einfach hier oben drauf. Und zwar den Rest von den 15. Und dann heißt es letztendlich warten. Und zwar genau 2 Stunden. Denn so lange braucht das jetzt in etwa, bis wir das erste Mal halt wirklich reinschauen. Das heißt, wir geben dem Gericht jetzt halt wirklich 2 Stunden die Möglichkeit, halt wirklich zu garen. Und dann gucken wir gleich nochmal komplett rein. Wir sind jetzt bei 1,5 Stunden und ich habe jetzt hier schon mal den Deckelheber von Petromax drauf gemacht. Schauen wir zusammen nach. Ja, Flüssigkeit ist auf jeden Fall noch genug vorhanden. Wir haben jetzt circa noch 1/2 Stunde. Ihr könnt das hier unten schon sehen, dass sich die Knochen lösen. Und diese 1/2 Stunde, die nutzen wir jetzt auch noch. Und zwar müssen wir da jetzt noch eine richtig schöne Beilage zu machen. Zu Spare Ribs passen logischerweise richtig geniale Pommes. Ich habe mich immer nach Alternativen umgeguckt, zu ganz normalen Fritteusen mit Öl oder beziehungsweise mit Fett. Das ist jetzt eine Heißluftfritteuse, die Bagot AF001A, denn die hat halt wirklich sehr, sehr viel Power. Das heißt, man hat jetzt hier unten halt einfach ein Korbsystem und hier kann man ganz normal Pommes reinfüllen. Das hat bis zu 4 Liter Fassungsvermögen. Ist jetzt kein Product Placement, das heißt, ich bin wirklich überzeugt von diesem Gerät. Ich habe es jetzt schon 1-2 Mal ausprobiert und da drin machen wir jetzt wirklich Heißluft-Pommes. Ich bin mittlerweile richtiger Fan von den Frittenlauf-Fritten und die haben es wirklich in sich. Hier habe ich jetzt die tomatig-würzige Variante, die ist ja sehr, sehr gut. Die kommt jetzt gleich in eine Heißluftfritteuse und dazu passend auch wirklich von Frittenlauf den mediterranen Ketchup, denn beides passt halt wirklich sehr gut zusammen. Wir sind jetzt insgesamt bei 2,5 Stunden und ich denke mir, ja, hat sich vom Bild her nicht wirklich viel getan wie vorhin, aber sie sind jetzt fertig. Das heißt, ich nehme sie jetzt runter und dann können wir zusammen anrichten. Und jetzt versuche ich eine Rippchen rauszubekommen und ihr seht halt auch, dass die Knochen sich halt definitiv vom Rippchen lösen. Das ist ein sehr gutes Indiz dafür, ja, dass die Rippchen komplett fertig sind. Ich nehme jetzt hier mal so 1-2 Stränge raus und dann sehen wir uns hier am Brettchen wieder. Dann einfach ein paar Pommes nehmen, die hier vorne so gut es geht halt hinlegen. Ein paar noch und zwar so und dann einfach ein bisschen mediterranen Ketchup über die Pommes drüber geben und damit würde ich sagen, sind die Dutch Oven Spare Ribs auch schon fertig. Das waren sie, die Spare Ribs aus dem Dutch Oven. Ihr habt selber gesehen, relativ wenig Vorbereitungszeit, aber dafür mega, mega lecker. Und innerhalb von 2,5 Stunden sind sie erledigt. Das heißt, ihr braucht halt nicht diese klassischen Smoker-Weg gehen über 4 bzw. 5 Stunden,
sondern habt halt hier wirklich nur 2,5 Stunden. Klar, es fehlt der Rauchgeschmack, aber das könnt ihr ja umgehen, indem ihr einfach eine rauchige Barbecue-Soße nehmt. Kommen wir zum Ende zu diesem Rezeptvideo. Falls euch dieses Rezeptvideo gefallen hat, gebt dem Video wie immer einen Daumen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder genau dieses Rezept, schaut gerne auf tobiasgrill.de nach. Bis dahin.